Vor den Kämpfen in der Ukraine fliehen weiter viele Menschen. Sie kommen vor allem aus dem Osten des Landes. Die EU hatte gestern eine vereinfachte Aufnahme der Ukraine-Flüchtlinge beschlossen. Der Leiter von Caritas International, Müller, berichtete heute im Deutschlandfunk aber noch von erheblichen Problemen und langen Wartezeiten. Bis zu 400.000 Ukrainer sollen bereits das Land verlassen haben. Wie hier in Rumänien oder den Nachbarländern Polen und Moldau kamen viele völlig erschöpft von Fußmärschen bei eisigen Temperaturen an. In der Ukraine selber sollen nach UN-Angaben weitere 160.000 Menschen auf der Flucht sein. Und die Zahlen könnten schnell weiter steigen. Wir schalten jetzt an die slowakisch-ukrainische Grenze zu meinem Kollegen Danko Handrik. Danko, wie ist die Situation bei Ihnen vor Ort? Ja, die Bilder hier am Grenzübergang Vyschne-Nemetske, sie gleichen sich eigentlich schon seit Tagen. Über diesen Grenzübergang da hinten kommen Flüchtlinge vor allem aus der Ukraine zu Fuß hier herüber. Die Wartezeiten jetzt auf der anderen Seite sollen heute nicht mehr so lang sein. Gestern noch standen die Flüchtlinge auf der anderen Seite 13, 14 Stunden, um dann hier hinzukommen. Und auf dieser Seite, auf slowakischer Seite, stehen dann sehr viele Freiwillige aus Tschechien oder auch aus der Slowakei mit ihren Autos. Oder wir haben auch schon Deutsche getroffen, die hier ihre Verwandten oder Bekannten abholen wollen. Sie sind im telefonischen Kontakt mit ihnen und warten hier dann eben über Stunden, damit ihre Angehörigen aus der Ukraine hier herüberkommen. Sie haben bestimmt mit mehreren Menschen auch schon gesprochen, sie interviewt. Was berichten die Menschen Ihnen, die aus der Ukraine kommen? Zum einen berichten sie darüber, warum sie geflohen sind. Und da berichten vor allem Frauen mit ihren Kindern darüber, dass sie eben keine Kämpfe direkt erlebt haben, aber diese Sirenen in der Nacht gehört haben und den Alarm gehört haben und sie sich einfach nur fürchten und deswegen die Ukraine verlassen wollen. Sie alle hoffen auf eines, damit der Krieg so schnell wie möglich vorbeigeht. Und so sagen auch viele, damit sie wieder zurück in ihre Heimat können. Wir haben auch hier Familien getroffen, die gar nicht so weit flüchten wollen, sondern hier irgendwo in der Nähe in der Slowakei bleiben wollen. Einfach aus dem Grund, weil die Väter der Kinder, die Männer, drüben in der Ukraine geblieben sind und sie ihre Familien natürlich so schnell wie möglich dann auch zusammenführen wollen. Andere haben Bekannte dann eben in Prag vor allen Dingen und wollen dann eine gewisse Zeit da bleiben. Aber sie eilen vor allem eines, der Krieg, der muss so schnell wie möglich vorbeigehen. Und auf wie viel Hilfesuchende hat man sich da nun bei Ihnen eingestellt? Es wirkt alles sehr provisorisch, aber es funktioniert. Also Hilfsorganisationen haben hier hinter mir Stände aufgebaut, wo es Essen, wo es Getränke gibt, wo man eben erstmal Kontakt mit den Flüchtlingen aufnimmt, um dann eben auch den Transport sicherzustellen nach Tschechien, weil ja viele Freiwillige hier ankommen und einfach sagen, wir haben einen Transporter, wir haben 8 Plätze, wir können Menschen da und dahin bringen. Also es wirkt alles sehr provisorisch, aber es funktioniert. Hier in die Slowakei sind bislang 17.000 Flüchtlinge angekommen und wenn man Politiker fragt, wie viele Menschen können sie denn helfen, dann sagen die Politiker, ja, die Frage stellt sich nicht, wir müssen allen helfen. Das sind doch starke Worte. Wie geht es denn den Menschen nach der Erstversorgung? Die Menschen, die hier ankommen, sind natürlich alle geschockt. Sie sind aber froh, dass sie es geschafft haben, über die Grenze zu kommen. Viele, die hier ankommen, sie kommen ja auch ganz aus dem Osten des Landes und waren 2, 3 Tage unterwegs mit ihren Kindern in dieser Kälte. Und man sieht dann in ihren Augen auch so ein bisschen diesen Hoffnungsschimmer bei diesem Gang über die Grenze. Ja, wir haben es geschafft. Ja, wir sind jetzt erstmal in Sicherheit. Und das ist so ein Gefühl einfach, dass man in ein Stück Freiheit angekommen ist und dass das Leben jetzt natürlich irgendwie weitergehen muss. Aber die Frage, die sich dann eben stellt, für wie lange wird es so bleiben, für wie lange wird man in diesem Ungewissen eben vor allem dann auch mit den Kindern leben müssen. Und wer organisiert das bei Ihnen? Es sind ganz, ganz viele Hilfsorganisationen, die das hier organisieren und die dann auch die Arbeit koordinieren, die hier angekommen sind. Und man sieht es vielleicht auch ganz gut hier so hinter mir, wo eben auch eine Zeltstadt dann entstanden ist, wo man eben erstmal eine Nacht unterkommen kann, wenn man nicht sofort einen Transport hier vom Grenzübergang wegbekommt. Und
Es sind ganz viele Hilfsorganisationen, auch aus Deutschland sind Helfer hier vor Ort. Und wir haben auch Helfer aus Deutschland getroffen, die sich spontan eben aus Sachsen zum Beispiel auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, nein, wir wollen die Menschen jetzt einfach nach Deutschland bringen, um ihnen da eine Unterkunft geben zu können. Also es ist oft auch sehr, sehr spontane Hilfe, die hier den Menschen angeboten wird. Danke für diese Eindrücke. Danko Handrik.